the side from us. So typisches Deutschlandwetter, wie man gerade sehen konnte in dem Clip gestern. Perfektes Wetter, Sonne, blauer Himmel. Und jetzt gerade einfach nur grau. Hey Leute, was geht ab? Ich bin wieder da. Ich habe in letzter Zeit wirklich wenig Videos gemacht, aber das lag daran, dass im Moment ziemlich viel Uni-Stress ist. Das heißt, lernen, weil bald die Klausuren anstehen in 1 bis 2 Wochen. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Das, was ihr gerade gesehen habt, war das erste Training seit 6 Wochen für mich. Denn ich habe immer noch, ich habe immer noch eine Schulterzerrung. Und deswegen kann ich halt gar nichts mit Oberkörpertraining machen. Beziehungsweise ich könnte nur die rechte Seite trainieren. Aber da rechts eh meine dominantere Seite ist, wäre es dann halt etwas, sage ich mal, ungünstiger, auch nur noch für 6 Wochen lang nur rechts zu trainieren. Dann hatte ich aber auch noch mit Erkältung zu kämpfen und allgemein mit einer Allergie. Und deswegen waren halt die letzten 6 Wochen ziemlich unproduktiv bei mir, was Sport angeht. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Und auch wenn man es in diesem kleinen Clip, den man gerade gesehen hat, nicht wirklich sehen konnte, aber meine Kraftwerte sind furchtbar. Ungefähr um 30% sind sie einfach gefallen, aber das hindert mich nicht daran, jetzt erst recht wieder durchzustarten, erst recht wieder reinzukommen. Ich bin richtig motiviert, weil ich denke, jeder kennt es, wenn man irgendwie eine Pause machen muss, gezwungenermaßen vom Sport, ist es einfach furchtbar. Einerseits hat man einfach diesen Drang, dass man es unbedingt wieder machen will, aber man kann es halt nicht. Andererseits weiß man halt, umso länger man keinen Sport macht, umso mehr, sag ich mal, verliert man halt an Kraft, Technik oder allgemein halt an Fähigkeit in dieser Sportart. Und jetzt geht's wieder richtig los. Ich will es mir wirklich selbst beweisen, dass ich es schaffe, dass ich richtig, sag ich mal, aufbauen kann, was im Endeffekt mein Ziel im Bereich Fitness ist. Und auch wenn viele Leute mal sagen, ja, du schaffst es nicht, jetzt allgemein nicht nur auf mich bezogen, sondern halt allgemein gesagt, dass wenn dir Leute sagen, du schaffst es nicht und du es aber halt wirklich schaffen willst, dann denk immer dran, dass der Fokus darauf liegen sollte, dass du es dir selbst beweist. Dass du es nicht machst, um anderen zu beweisen. Klar, das ist ein super Nebeneffekt, wenn du es halt im Endeffekt wirklich schaffst. Aber denk immer dran, erst an sich selbst denken, du tust es im Endeffekt immer noch für dich selbst. Mach Dinge wirklich nur für dich selbst und nicht für anderes wollen. Und der Nebeneffekt dabei ist, wenn du es im Endeffekt wirklich schaffst, ist, dass du es halt im Endeffekt den anderen auch beweist. Und ich glaube, das will jeder von uns schaffen und das kann auch jeder schaffen. Man muss halt die Arbeit reinstecken und ich bin bereit, ich bin wieder da. Ich freue mich schon auf die kommenden Trainingseinheiten. Und denkt immer dran, ist egal, was euch daran hindert, das zu machen, was ihr wirklich machen wollt. Ist egal, ob es auf Sport bezogen ist oder auf sonst irgendwas anderes in eurem Leben. Lasst euch nicht demotivieren. Klar, es ist scheiße, wenn man es nicht ausüben kann. Man sollte sich halt nicht davon runtermachen lassen. Und wenn es dann wieder losgeht, richtig durchzustarten und immer daran denken, warum habe ich überhaupt damit angefangen? Weil dadurch kann man im Rückschluss dann wiederum gute Motivation ziehen. Also lasst euch nicht runtermachen, seid motiviert. Und da ich jetzt in Zukunft definitiv wieder mehr Zeit haben werde, Videos zu machen, werden auch definitiv mehr Videos im Bereich Fitness und Ernährung kommen. Also seid gespannt und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich jetzt
Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ihm bitte einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.